Wieder der Mann für die speziellen Gelegenheiten. Natürlich war Bart Gore hier immer 9 Meter vom Ball entfernt. Robert Vasseige mit der Brille, der Mann im Zentrum, hat vor dem Spiel noch Understatement betrieben, hat gesagt, die Kroaten seien stärker. Robert Kovac. Walter Baseggio. Der Belgier italienischer Herkunft lamentiert. Ja, er trifft den Ball, damit hat er wohl recht. Allerdings ist die Grätsche vorher sicherlich auch ein Foulspiel gewesen, das die Statistik der Fouls bislang. Ja, mit Belgien mit plus 4 vorne. Und gute Reaktion von Gerd de Vlieger. Das war Robert Jani. Endlich mal ein anderer beim Freistoß der Kroaten. Nicht Posinetski mit rechts, sondern Jarni mit seinem linken Fuß mit Effet Richtung Gerd de Vlieger. Der war nicht unerheblich überrascht. Die Ecken alle zu kurz. Sei es von Jarni oder von Posinetski. Hier nochmal. Gerd de Vlieger spielt in der holländischen Ehrendivision bei Willem II Tilburg. Kommt aus der bekannten holländischen Torhüterschule aus Beveren. Da die Größe holländischen Torhüter alle her. So anderen auch Van der Sar. Ja, was können Sie durchgeben am Telefon, dass die zweite Halbzeit nicht mehr die Klasse hat des ersten Durchgangs. Verein Zivkovic. Darauf warten die Belgier natürlich. Selbstverständlich ist das was für Emil Mpenza. Soldo, Posinetski, da schwinden langsam die Kräfte.
Deflon. Wilmots. Van der Hage, Wilmots. Schalke-Fans werden noch mit Genuss erinnern, dass Wilmots das entscheidende Tor geschossen hat im UEFA Cup-Finale gegen Inter Mailand 97. Und er ist auch der torgefährlichste in der WM-Qualifikation der belgischen Nationalmannschaft mit 7 Treffern. Eine Stunde gespielt, der erste Wechsel wird vorbereitet bei den Kroaten. Nur folgerichtig, denn einige lassen mit den Kräften jetzt nach. Tudor, der Ball nicht im Aus, Emil Mpenza, weiter geht's, Mpenza. Und Helmut Krug steht Wilmots im Wege. Natürlich unfreiwillig. Der Schiedsrichter ist bekanntermaßen Luft. Das wird Herrn Vasseige jetzt nicht interessieren. Toll der Einsatz von Emil Mpenza. Er schaut, da kommt jemand im Rückraum. Und dann verhindert Helmut Krug in einer grotesken Szene den Abschluss von Marc Wilmots. Rosinecki. Jetzt der Wechsel. Bei den Kroaten kommt Balaba. Und Vlahović geht raus. Bosko Balaban. Das ist sozusagen die Sturmhoffnung. Das ist einer, auf den viele schon gewartet haben. Denn er hat 6 Tore in 7 Länderspielen erzielt. Vlahović ist rausgegangen, wie Sie der Ankündigung auch entnehmen können. Bartko. Ball von Zivkovic. Wirkt nervös, übermotiviert. Marc Wilmots. Die Begegnung ist schwächer geworden. Und das liegt an den Kroaten. Spiel an Bartko. Ja, deutlich fährt Zivkovic erst den Ellbogen raus und geht dann zum Ball.
die Zuspiele der Gastgeber jetzt ungemein streuintensiv. Da wird kein Mitspieler mehr punktgenau getroffen. Emil Mpenza. Verheyen, abseits Mpenza, ja. Schon aus dieser Kameraperspektive war das zu erkennen, dass die Entscheidung in Ordnung geht. Der Tunnel, die erste Aktion von Balaban. Foul, Marc Wilmots. Robert Kovac. Jarni, Lende Buck. Nein, das ist nicht der Tag und die Stunde des Boris Sivkovic. Tomasz, der ins Team kam, weil er gegen Schottland im Länderspiel so auffällig agiert hat. Eigentlich hatte man Milan Rapajic an seiner Stelle erwartet. Der sitzt aber noch auf der Bank. Ein weiterer Stürmer, den der Trainer Niko Josic mit Sicherheit in der Endphase noch bringen wird. Boško Balaban da zu sehen. Die Stimmung schlägt jetzt etwas um. Die kroatischen Anhänger sind nicht mehr damit zufrieden, was da unten zu sehen ist auf dem Rasen. Josimic, Kozinecki. Sie hören die Pfiffe. Es ist kein Schwung mehr, kein Elan in den Angriffen der kroatischen Nationalmannschaft.
Sie spielen zu wenig miteinander. Das, was das belgische Team ausmacht, das Kollektiv, ist momentan genau der Schwachpunkt der Kroaten. Aber das ist doch die Gelegenheit. Alan Boksic. Endlich mal wieder eine Aktion, ausgehend von Soldo. Direkt gespielt. Das war auch nicht einfach für Alan Boksic. Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, den Ball links vorbeizuschieben. Marc Wilmots geht's raus. Und Wesley Sonck im Spiel bei den Belgiern. Sonck von Racing Genk, 21 Jahre alt. Eine Offensivkraft. Van Kerkhoven. Sehr stark auf seiner linken Abwehrseite. Und jetzt kommt Milan Rapajic. Das war zu erwarten. Zvonimir Soldo geht. Ein Defensivspieler aus dem Mittelfeld, der ja gegen Wilmots agiert hat. Also postwendend auch die Reaktion von Niko Josic. Wilmots raus, da bringe ich noch eine Offensivkraft. Jetzt drei Stürmer bei den Kroaten. Rapajic, Balaban und Boksic. Das ist Rapajic, ein Linksfuß, das heißt jetzt Doppelbesetzung auf der linken Seite mit Robert Jani und Rapajic. Jetzt der dritte Einwurf in Folge. Van der Hage, ja, der hat den Ball an die Hand bekommen, aber das war unabsichtlich. Sonck. Baseggio. Sonck. Wieder ein cleverer, ein kluger Rückpass wie zuletzt Emilien Penza. Wir sind gleich in der Schlussviertelstunde. Ich denke mal, beide legen jetzt noch mal eine Schippe drauf. Baseggio. Verein. Rosinecki. Dass es die Belgier nicht eilig haben, ist ja logisch. 0:0 wie im Hinspiel, das wäre doch perfekt.
Schöner, butterweicher Pass. Jetzt aber, da ist es! Alan Boksic, 1:0. Alan Boksic, die Vorarbeit von Posinecki und Balaban. Entfesselt jetzt die Stimmung in Zagreb. Damit ist Kroatien qualifiziert. Alan Boksic hat lange Jahre in der Serie A gespielt. Schauen wir aber nochmal. Der Antritt von Balaban. Nico van Kerkhoven kommt nicht mit, will auch nicht faul spielen. Und das ist gut gemacht. Eric de Flandre kann nicht entscheiden. Schön. Hier, Balaban bringt den Körper zwischen Ball und Gegner. Auch das clever. Genauso wie Alan Boksic. Mittlerweile auch schon satte 32 Jahre alt. Oh, war das wichtig für ihn und sein Land. Da ist er wieder. Rapajic. Naja, fast. Oh, das muss gelb geben. Ist auch schon. Oh, gelbe Karte für Balaban. Was jetzt passiert, ist klar. Die Belgier müssen alles geben, um hier ein Tor zu schießen. Da macht er den entscheidenden Schritt nach innen. Nico van Kerkhoven nicht mit der Grundschnelligkeit ausgestattet. Und deshalb fällt das Tor. Van Dahl. Vasecho. Osinecki. Wieder mit dem klugen Pass. Boksic. Vasecho. Dass sie dieses Tor noch öfters einspielen werden, das ist klar. Gerd de Vlieger völlig ohne Chance. Allerdings hätten Glenn de Buc und Eric de Flandre da besser aufeinander abgestimmt sein können. Vranjes steht bereit. Auch den kennen Sie, wenn Sie die Bundesliga verfolgen. Spielt ja bei Bayer Leverkusen. Eckball. Sie hatten schon ein wenig die Hoffnung aufgegeben. Pfiffen. Rapajic. Jetzt kommt Vranjes. Ja, Posinecki. Der hat einen Elfmeter verschossen, aber auch einen sehr guten Pass gegeben, nämlich den auf Balaban, und der führte dann zum 1:0. Schauen Sie, was das für eine Verehrung ist für diesen Mann, Robert Posinecki. De Flandre reagiert zu spät. Van Dahl. Vasecki.
Penza. Boxic, der Torschütze. Balaban. Gerteflieger. Balaban, der ist von Aston Villa verpflichtet worden in diesem Sommer. Zehn Minuten werden angezeigt. Eckball Rapajic. Abseits. Anweisungen durch Robert Vasai. Er holt Bart Gurr vom Platz und bringt Marc Hendricks. Ein Spieler für die Außenbahn, Marc Hendricks. Boxic. Da ist der Hendricks. Van Kerkhoff, Penza. Kommen die Roten noch mal. Die Vorteile eindeutig auf Seiten der Kroaten, die dieses Spiel lieben, die gerne ihre schnellen Stürmer einsetzen, Boxic und Balaban. Jetzt wird Peters eingesetzt werden bei den Belgiern. Alles nach vorne, Balaban, Beflon. Eric de Flandre geht, Bob Peters kommt.